Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 und wir sind wieder mal auf der Rehbach und zwar auf einer unserer Wiesen. Und ich bin hier nämlich gerade am Düngen und soweit passt es bei dieser Wiese hier mit unserem Spezialausbringer, mit unserem Spezialdüngestreuer, mit dem wir sowohl ja Kalk als auch Mist als auch Kunstdünger ausbringen können. So, zwei Felder habe ich jetzt soweit bearbeitet. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, denn wir sind jetzt noch im November und ich möchte noch ein bisschen Geld verdienen. Das will ich mit einem Auftrag. Ansonsten, auch hier die BGA hat gearbeitet. Wir werden das dritte Feld mit Gärresten entsprechend bearbeiten. Und dann, seht ihr, habe ich hier auch schon ein bisschen Kalk eingestellt. Entsprechende Big Bags kalkmäßig. So, die schmeißt er mir leider auch auf die andere Seite. Die werden wir einlagern. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Das dritte Grasfeld will ich dann jetzt hier mit dem Fendt bearbeiten. Und zwar mit den Gärresten. 11.500 Liter Gärreste sind drin. Ich werde jetzt aber das Teilchen hier erstmal unterstellen, beziehungsweise nochmal wegstellen. Und dann fahren wir mit dem Glas. So, ich muss hier jetzt auch mal schauen, wie wir das hier am geschicktesten machen. Denn wir müssen hier uns wirklich noch mal neu sortieren auf dem Hof. Nachdem wir ja zusätzliche jetzt Lagerflächen haben, müssen wir da mal schauen, wo wir die einzelnen Geräte unterbringen. So, das müsste jetzt abgehängt sein. Hervorragend. Sehr schön, dann springen wir mal rüber zum Glas. Und der soll nochmal eine Ladung Silage mit rübernehmen zur BGA, damit dann noch mehr Gärreste verarbeitet werden können. Dann fahren wir rüber zu unserem Drescher, denn Feld Nummer 8, da habe ich einen Auftrag entgegengenommen. So, Silage. Feld Nummer 8 habe ich einen Auftrag entgegengenommen. Ich glaube, Sojabohnen. Da können wir nochmal mit unserem Rehbach-Spezialdrescher nochmal ein bisschen Geld machen. Sehr schön. Für diesen Monat. Na, da kommen wir vorbei. Und dann, wie gesagt, mit den Gärresten will ich hier noch unser drittes Grasfeld düngen, vordüngen. So, damit dann auch eigentlich für den November wir soweit durch zu sein scheinen. Jo. Und dann stellt sich für mich wieder die Frage, weil ich habe es das in der letzten Folge, habe ich das schon mal angesprochen. Teleskoplader oder Lintrack? Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt doch ein kleines bisschen hin und her gerissen, weil ich habe in der Zwischenzeit mal wieder die Kühe gefüttert. Und dann habe ich mir natürlich auch wieder gedacht, klar, es ist wieder alles ein bisschen eng, ein bisschen schwierig. Und mit dem Lintrack, da käme man natürlich gut an den Silo King heran und könnte mit dem arbeiten. Hätte aber auch dann eben den Allrad und könnte mit einem Frontlader arbeiten. Also vielleicht auch nicht verkehrt. Und er hat aber genügend PS. Um halt eben, Augenblick, stopp, wir schmeißen das Ganze wieder an und da sehen wir auch 13.000 Liter haben wir jetzt Gärreste und das heißt, wenn wir jetzt hier weiterarbeiten, dann wird das was. Ich würde jetzt hier sagen, elektrische Ladung bitte direkt verkaufen, danke und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Beim Lintrack. Und mit dem Lintrack mit 130 PS plus könnten wir natürlich auch einiges auf den Feldern machen, was natürlich mit dem Teleskoplader nicht so geht. Ja. Also wie gesagt, ich bin ein kleines bisschen hin und her gerissen. Ich überlege tatsächlich vielleicht uns einen Lintrack zu holen als dritten Schlepper, als Hofschlepper, mit dem wir dann auch dann mal ja düngen oder Dingenskirchen und überhaupt. Und jetzt will ich gerade mal rübergehen, weil wir haben nämlich noch ein weiteres Problem. Da gehen wir mal hier durch diesen kleinen Krater. Ein Grund mehr, dieses Gelände hier nicht abzuholzen und dann zum Feld zu machen. So. Stimmt ja. Wir haben diese Saison noch gar keine Probleme, denn wir haben ja gepflügt. Und das heißt, es gibt kein Unkraut.
Es gibt kein Unkraut, das heißt, wir müssen auch keine Spritze kaufen oder eben im Zweifel eine Hacke oder irgendwas, wie auch immer. Und deswegen sind wir hier soweit durch. Okay, Nachteil an der Geschichte ist natürlich, wenn wir hier reingucken bei der Umweltbewertung, dann fehlte uns überall natürlich die Unkrautbekämpfung, witzigerweise auch die Bodenbearbeitung. Das verstehe ich jetzt so ganz nicht, denn hier haben wir ja schließlich Boden bearbeitet. Aber vielleicht kommt das noch. Nichtsdestoweniger könnt ihr aber sehen, dass wir ganz gut dastehen. Plus 8% gibt es extra Boni jetzt beim Verkauf, denn wir sind überall so bei 76, 77, 78 und dieses Feld müssen wir noch düngen. Dann ist das auch im grünen Bereich hervorragend. Das passt soweit. Also sieht gar nicht mal so schlecht aus und wir brauchen, wie gesagt, gar keine Spritze mehr für dieses Jahr, denn wir müssen dann doch ein kleines bisschen haushalten mit dem Geld. Einfach nur immer alles rausblasen. Nee, Freunde, das geht so nicht. So, wir springen in unsere Rehbach Edition. Landwirtschaft mit Herz und Stärke. Ja, ich weiß. Wir werden Maschinenpflege noch durchführen. Aber erstmal muss ja der Motor angeworfen werden, dann das Ganze aufgeklappt. Und jetzt nicht vorwärts fahren, das geht nicht. Wir schauen aber nochmal ganz kurz den Auftrag. Und zwar haben wir Feld Nummer 8, ernten Sojabohnen und das Ganze soll dann zum Landmarkt. Wo ist denn der Landmarkt? Lasst mich mal schauen. Landmarkt. Ah, da hinten, genau, stimmt, im Gewerbegebiet, wo wir auch schon das letzte Mal waren in der letzten Folge. Sehr schön. So, der Abfahrer steht dann auch parat. Und dann lasst uns hier, da kommen wir nämlich genau durch mit dem. Da kommen wir genau durch. Dann lasst uns doch hier... Nee, stopp. So. Ja, lasst uns erstmal hier ein kleines bisschen vorarbeiten. So. Weil ich muss auf jeden Fall hier ein Vorgewende fahren, weil ja hier unsere Gerätschaften stehen. Und dann werden wir hier erstmal ein bisschen Vorgewende machen. Zwei Bahnen, denke ich, sollten reichen. Denn wie gesagt, hier steht unser Schneidwerkwagen. Soja macht ja in dem Fall hier kein Stroh, insofern passt das. Und ansonsten kann der Kollege ohne Probleme fahren. Denn ihr seht, 3%, 4%, ja, der Ertrag ist mau, soll uns aber nicht weiter stören, denn ist ja nicht unser Feld. Hier, das Feld hier, das direkt an unserem Hof, das würde mich natürlich reizen. Das ist, glaube ich, die 7. Das wäre ein schönes Feld. Allerdings müssen wir da auch nicht nur Geld für das Feld haben, sondern wir müssten dann auch die entsprechenden Gerätschaften haben, denn das Feld hat schon ganz schöne Größe. Und da können wir mit der kleinen Amazon auf jeden Fall nicht um die Ecke sozusagen. So, jetzt machen wir hier noch die Bahn. Und jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel es dafür gibt. 2.000, 3.000. Das wäre zumindest mal wieder grob der Dünger drin. Den ich beim Handel gekauft habe. Der Kunstdünger. So. Weil dann können wir hier mal den Helfer losschicken. Ich muss jetzt nochmal schauen. Okay, Aufträge. Ah, 4.330. Okay. Ja, das ist okay. Dann lassen wir hier auf jeden Fall den Helfer ein bisschen arbeiten. Das ist dann soweit nicht schlimm. Und hier steht der Fendt. Damit holen wir jetzt unser Güllefass. Das steht hier. Dann kommt es nämlich auch wieder zum Einsatz. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir das dann zukünftig da drüben stehen lassen. So. Denn wir werden ja auf jeden Fall auf dauerperspektivisch jedenfalls mehr Gärreste machen als natürlich Gülle. Jedenfalls mit den 15 Kühen. Und dann werden wir hier unser Grasfeld mal düngen, vordüngen. Und ich bin da mal gespannt, ob wir dann oder wann wir in den nächsten Schnitt gehen können. So. Und die Kollegen hier, die müssen wir dann auch mal einlagern. Aber deswegen habe ich die auch dahingestellt. So, geht's schon los? Hervorragend, es geht schon los. Dann schauen wir mal. Ja, 10.000, 8.000. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft drin. Sehr schön.
Dann mal das Rad rangezogen. Ist übrigens auch wieder so ein interessanter Mod hier, der Fendt. Der scheint auch wieder ein Problem zu haben, wenn man mit dem Helfer unterwegs ist, dann bleibt das Rad als vorne, wenn man ein- und aussteigt. Aber okay, damit kann ich leben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier mit dem Helfer zurechtkommen, denn wir haben natürlich das Thema, dass das Feld ja zweigeteilt ist. So, das ist das normale Fass. Das heißt, ich glaube 12 Meter Ausbringbreite. Ja, da soll ich mal kurz die Hilfe einschalten. So, und dann lassen wir mal den Helfer laufen und schalten mal kurz die Hilfe ein. Weil da sehen wir, 65 Gramm gehen raus. Das sollte eigentlich passen, denke ich. Wenn ich jetzt da hingehe, dann müsste doch eigentlich perfekt, Stickstoff perfekt sein. Und was macht er? Was macht er? Er fährt hier wieder die ganzen... Nee, mein Freund. Ja, stopp mal, dann machen wir das so. Ja, da müssen wir doch einmal rumfahren. Aber auf der anderen Seite. So, will ich auch erstmal gucken, was er hier macht. Ach, 1800. Also das Feld werden wir nicht komplett gedüngt kriegen. Das sehe ich schon. So, ja, ja, das habe ich nämlich gedacht, dass er dann ins andere Feld reinfährt. Fruchtzerstörung haben wir zum Glück noch nicht. Das ist die erste Wachstumsphase. Deswegen werden wir jetzt auch hier ein kleines Vorgewende machen. Auf die Gefahr hin, dass uns der Helfer dann wieder in die Suppe spuckt. So. Oh ja. Ja, da habe ich die Sache dann total unterschätzt. Das Fass ist schon wieder leer. Das Fass ist schon wieder leer. Dann fahren wir mal wieder. Und da seht ihr es, da ist jetzt das Lenkrad. Ne, stopp. So, rein und raus. Lenkrad wird wieder rangezogen, dann passt es wieder. Ist insofern auch wichtig, weil wir sonst natürlich die Armatur nicht sehen, die ja wohl, so wie sie aussieht, am Lenkrad befestigt ist und ebenfalls mit nach vorne klappt. So, dann wieder rüber zur BGA. Güllereste, Gärreste, so heißt es wohl. ...16, 17. Das heißt, das Fass wird gar nicht voll, denke ich. Ja, okay. 8200. Ja, das wird nischt. Das wird jedenfalls so nischt. Da ist das Feld zu groß. Ja, da bräuchte man mit Sicherheit um die, ich denke mal, 40.000 bis 50.000 Liter. Und das ist ja nur ein Grasfeld. Das braucht gar nicht so viel. So, hier geht es wieder in die Spur. Sehr schön. Ja, dann können wir da hier nochmal den Helfer losschicken. So, ab hier ungefähr. Und dann können wir uns um ihn hier kümmern. Ja, obwohl, soweit passt das eigentlich. Oh, jetzt hat er schon 50%. Okay. Das heißt, wenn er jetzt noch zwei Bahnen fährt, dann sollte das doch passen. Aber er kann auf jeden Fall jetzt mal hier in Ruhe fahren. Die Dame... Madame, ich grüße Sie. Ja, sie hat von da oben eine gute Sicht, einen guten Überblick auf die wunderschöne Rehbach-Map. Und da oben ist unser Hof und daneben dran, wie gesagt, das Grüne, das Feld, die 7. Da müssen wir drauf hinarbeiten. Das würde mir gefallen. Da hätten wir dann eine richtig schöne
Schönes Grundstück, ein schönes Feld zum Bearbeiten direkt am Hof. Feine Sache und im Zweifel auch für Expansion. Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen so eher der Punkt, wo ich sage, wir schauen mal kurz auf die Karte. Das würde sich anbieten, die 6 zu kaufen. Und dann könnte man hier hinten dran noch ein bisschen bauen, weil wenn wir dann hier lang bauen, einen Weg, eine Straße, dann hätten wir da hinten auch noch Luft für Expansion. Und die 6 ist natürlich auch ein schönes, großes Feld. Was würde uns das kosten? Da werfen wir mal einen Blick rein. Kostet da nichts, nicht? Ne? Nur gucke, nichts anfassen. 266.000. Witzigerweise ist das hier die 7. Wenn man das dann anklickt, ist es die 13. 221. Das Feld wäre sogar günstiger, aber vom Ertrag 89 nur. Das hier ist deutlich besser vom Ertrag und würde uns dann auch mehr Potenzial geben für die Erweiterung. Die 7 ist natürlich auch hervorragend. 161, 1,7 Hektar. Und da ist noch ein kleines Waldstück oder was dabei. Also auf jeden Fall, die 7 wäre auch eine schöne Option. Da könnte man dann auch basteln. Naja, lassen wir uns überraschen. Die 5 wäre ein Grasfeld, 84, 125%. Boah, ich glaube die 5. Die 5 sollten wir uns mal demnächst... Denn wenn wir dann hier mal die 30 oder vielleicht die 27, wir hatten ja mal das Thema mit der 27, 112, 108, vielleicht die 27 verkaufen und dann dafür dieses Feld 86, 108, da hätten wir sogar noch 20.000 plus. Und so viel kleiner ist es ja gar nicht. Okay. Wir denken mal darüber nach. Was macht der andere? Der ist doch bestimmt schon wieder leer. Das war klar. Das habe ich mir doch gedacht. So. Und dann holen wir die Reste vom Schützenfest. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal den Glas abtanken, unseren Drescher. Und den Rest des Feldes, denke ich, werden wir dann doch... Ja, Miste ist auch alle. Das habe ich auch schon ausgebracht. Dann vielleicht im nächsten Jahr oder wir warten einfach ab. So, und einmal bitte auffüllen. Was kommt da noch rum? 2700. Das ist vielleicht noch eine Bahn. Das ist vielleicht noch eine Bahn. Ja, ja, da fehlt uns schon noch ganz schön. So, da sind wir doch. Und der andere ist fast voll, muss abgetankt werden. Das werden wir gleich tun. So, hier gehen wir jetzt wieder in die Bahn rein. Genau, genau, genau. Und ab die Post. Los geht's. Wir gehen in den Arion und bringen uns in Position. Sehr schön erwendet. Hervorragend. Und dann werden wir hier mal abtanken. Und Geld verdienen. Ja, da oben zeigt das wieder an. Der Tank ist leer. Das war's dann erstmal. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Gülle am Hof. Nicht viel. 1500, 1600 Liter. Also damit werden wir auch nicht weit kommen. Aber auf jeden Fall haben wir unsere Felder aufbereitet. Haben hier noch einen Auftrag angenommen für diesen Monat. Und dann schauen wir mal, dass wir zügigst durchkommen. Denn spannend wird es ja eigentlich erst wieder im März, April, wenn wir vielleicht nochmal was machen. Ah, natürlich zwischendurch im im Winter werden wir natürlich jede Menge Silage verarbeiten. Aber ich glaube, das wird für euch nicht ganz so spannend werden. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es noch ein bisschen was zu tun. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber wir wollen schon gucken, dass wir zügig in das nächste Jahr kommen, um dann eventuell wieder Gerätschaften und, was die Felder angeht, vielleicht auch zu expandieren. Yo! So, der ist soweit durch.
Denn wie gesagt, für mich steht immer noch die Frage an den Lintrack oder einen Teleskoplader. Und wir werden einfach mal gucken die nächsten Monate, ob ich vielleicht auch mal ein bisschen Glück habe im Gebrauchtshop. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und denkt immer daran, wir sehen uns eventuell wieder im Multiplayer am Mittwoch. Immer 19.30 Uhr jetzt wird bei uns Multiplayer auf der Rehbach gespielt. Wir sind fast komplett und mit 6 Höfen am Start und es macht mir unheimlich Spaß. Also es ist eine richtig tolle Sache, tolle Leute, die da mit dabei sind. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Mittwoch 19.30 Uhr, Multiplayer auf der Rehbach. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.